Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bei so viel trauter Zweisamkeit zwischen CDU und SPD, wie wir es gerade gehört haben, da hört man ja schon fast die Glocken läuten. Der Antrag zur Grünindustrie-Subventionierung scheint der Feder der Grünen statt der Union entsprungen zu sein. Die Anliegen und Sorgen unserer kleinen und mittelständischen Unternehmen angesichts überhöhter Energiepreise am Standort Deutschland spielen für die CDU, CSU offenbar keine Rolle mehr. Eines sollte den Unternehmern und Bürgern aber auch klar sein. Zwischen weltfremde grüne Solarindustrieträume in der Folge die faktische Deindustrialisierung Deutschlands und die Green Deal Industriepolitik der EU passt kein Blatt. Der Industriestandort Deutschland wird zu Grabe getragen. Zuerst zerschießt die Biden-Administration mit ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland unsere günstige Erdgasversorgung. Dann lockt sie mit Milliarden Subventionen unsere Industrie in die USA. Dagegen helfen dann auch keine Anglizismen der CDU-CSU, die dank Net Zero Industry Act mittels One-Stop-Shop ganze Cluster von Net Zero Industry Valleys in ihrem Antrag herbeifantasieren. Wir können alles außer Deutsch, nicht wahr? Im Sinne von Net Zero Regulatory Sandboxes sollen Net Zero Strategic Projects samt Carbon Capture and Storage or Utilization Facilities auf Kosten des Steuerzahlers das CO2 irrwitzig teuer aus der globalen Atmosphäre holen. Da China mit hunderten geplanten zusätzlichen Kohlekraftwerken in dieselbe hinausbläst. Liebe Unionskollegen, wenn Ihnen nicht nur die kleine, durch Multimilliardensubventionen erst aus dem Boden gestampfte und eh schon weitgehend nach China abgewanderte Solar- und Windkraft Net Zero Industry am Herzen läge, wenn Sie auch ein Herz für die von hohen Energiekosten sowie exorbitanter Bürokratie und Steuerlast geplagten Unternehmen in Deutschland hätten, dann hätten Sie Folgendes unterlassen müssen. Sie hätten nicht die Abschaltung unserer sicheren und sogar laut EU umweltfreundlichen Kernkraftwerke seit 2011 betreiben dürfen. Von Markus Söder sogar noch mit Rücktrittsandrohung als damaliger Umweltminister Bayerns vorangepeitscht. Sie hätten Ihren damaligen CSU-Spitzenkandidaten fürs Amt des Kommissionspräsidenten Manfred Weber in die Schranken weisen müssen, als er schon 2019 im Wahlkampf beschwor: Als Chef der EU-Kommission werde ich alle Vorschriften anwenden, um Nord Stream 2 zu blockieren. Für die Geschichtsbücher: Es waren CDU und CSU, die mit ihrer wirtschaftsfeindlichen Energiepolitik den Niedergang Deutschlands eingeläutet haben, gesteuert von einem kleinen, aber mächtigen, grün ideologisierten globalen Akteursnetzwerk in unserem Land, das auch die Medien und damit den Glauben der Menschen an eine allein auf CO2 fixierte Umweltpolitik steuerten. Nach dem viel wärmeren Klimaoptimum zur Römerzeit und im Mittelalter wurde es auch ohne ihren Net Zero Industry Act und eine irrwitzig teure Solar-, Wind- und Wasserstoffwirtschaft über Jahrhunderte hinweg wieder kühler. Nachweislich allein aufgrund langfristiger Sonnenzyklen. Allein wir von der Alternative für Deutschland wollen wirklichen und wirksamen Umweltschutz, der null im Widerspruch zu einer gesunden Wirtschaftspolitik stehen muss. Herr Merz, auch wenn Sie jetzt nicht da sind, Ihr flatterhaftes Sinieren über eine Brandmauer gegen die AfD ist reines Machtkalkül. Wir selbst als AfD halten Ihre Union im aktuellen Zustand kaum für koalitionsfähig. Mit uns als der einzig verbliebenen pragmatischen Wirtschafts- und Bürgerpartei für Deutschland. Herr Kollege, die Redezeit ist vorbei. Kehren Sie um, denn Deutschland braucht mit der Alternative für Deutschland vernünftige Koalitionspartner schon in der nächsten Landtagswahl im Osten. Vielen Dank. Michael Kellner hat das Wort für die Bundesregierung.